Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Ja, im letzten Part haben wir Mission E4 Gleisgepolter abgeschlossen mit samt Buhu. Und in diesem Part wollen wir E5 Luigi gegen alle, naja, machen. Ich empfange merkwürdige paranormale Signale von der Palastterrasse. Hast du Lust, dich dort etwas umzuschauen? Ich glaube, Luigi würde jetzt Nein sagen, wenn er Nein sagen könnte, aber er kann nur Oh, und Hello sagen. Ja, Luigi, ich habe, Neuigkeiten. Ich weiß nur nicht, ob gute oder schlechte. Als du den Maxi-Buhu besiegt hast, hat das Paraskop etwas geradezu Phänomenales registriert. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Eine dimensionale Anomalie. Ein Loch in der Realität. Es ist ein Durchgang, Luigi. Ein paranormales Portal ganz oben auf der Terrasse. Okay, also das Ding, was wir schon mal gesehen hatten. Das Finstermondstück ist ganz sicher dort versteckt. Das würde alles erklären. Und König Buhu wird mitsamt Marios Gemälde auch nicht fern sein. Darauf verwette ich meinen Filzpantoffel. Luigi, es grenzt an Wahn, jenes Portal zu durchqueren, doch uns bleibt keine andere Wahl. Sei vorsichtig, mein Freund. Unsere aller Zukunft liegt in deinen Händen. Habu! Luigi, ja! Wow. So, da sind wir wieder. Ich muss jetzt zu der Terrasse oben hingehen. Und ich möchte hier mal gerade dieses Let's Play nochmal für etwas nutzen, was ich erwähnen möchte. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen bei einigen anderen Let's Plays, bis auf diesen hier. Ach, ich muss das hier drehen. Dass ich die Partlänge etwas reduziert habe. Bei diesem Let's Play werde ich es jetzt nicht machen, weil ich hier mir vorgenommen habe, pro Part eine Mission abzuschließen. Und das werde ich auch weiterhin so verfolgen, weil das Let's Play sowieso bald zu Ende ist. Und ja, warum mache ich die Partlänge jetzt kürzer? Ich erwähne das hier kurz ein bisschen. Einfach aus dem Grund, weil, ja, ich glaube, da vorne kommt gleich eine Zwischensequenz, deswegen gehe ich noch nicht rein. Der Grund ist, ich habe selbst gemerkt, wenn ich die Parts alle so lang habe, brauche ich mit meinem PC und meinem Internet sehr lange dafür, um diese Parts überhaupt online zu bekommen. Wenn ich diese Parts online haben will, braucht das halt sehr lange und ich habe keinen Bock auf diese Wartezeit. Und das raubt mir ein bisschen den Spaß am Let's Playen dann, weil ich habe eben dieses schlechte Internet. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, eine 16.000er Leitung, Download 12K, Upload ungefähr 900 bis 1 MB. Also ein Megabit meine ich, nicht Megabyte, Megabit, ganz wichtig. Und das sind umgerechnet etwa 121 KB, die ich maximal hochladen kann. Und, was hat er gerade da so einen Dance-Move fast gemacht? LOL! Ernsthaft? Auf jeden Fall, das raubt mir da ein bisschen den Spaß bei und dann kommt auch mal wieder nichts so, ne? Also dann kommt nichts regelmäßig und deswegen reduziere ich die Partlänge jetzt immer ein wenig so auf 15 bis 20 Minuten, dann passt das und ja, ich gehe mal jetzt hier durch. Ah. Hm. Oh. OMG! What? Ich höre da gerade so ein Boom auf einmal. Eine Sache muss ich gerade anmerken. Ich finde das gerade negativ, dass die Hintergrundmusik einfach ausgeblendet wird, wenn diese Melodie kommt. Weil das hat gerade ein bisschen die Atmosphäre zerstört. Spukschwernot! Die paranormalen Werte sind geradezu explodiert. Luigi, die Lage ist ernst. Das Portal muss warten. Wenn wir nicht eingreifen, riskieren wir den Untergang unserer ganzen Dimension.
Ich habe die Spukherde auf deiner Karte markiert. Gib ihnen saures, Luigi. Ich glaube, das gefällt Luigi sogar dann in dem Fall, dass er noch nicht durchs Portal muss. Ne, Luigi? Siehst du, er stimmt zu. Gut, wir müssen die Spukherden auf... nicht auf... What the hell? Nicht auf... Ja, doch aufhalten, aber nicht... ja. Ja, egal. Dreh das am... Dreh am Rad, Luigi. Wow, mir gefallen die Blitze. Die sind so schön lila. Ich mag das. Wir haben Style und das Geld. Da haben wir das. Geld, 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 Geld. Du, du, du. Soll mir die Tür gefallen? Ach, nur ihr. What the fuck? Hier ist auch noch ein Buhu. Der andere hat ja recht wenig. Okay. So. Komm her. Wie viel braucht der? Ich hab doch den Super Schreck weg 95008 XL oder so. Ja. So. Nimm mir. Ach, ich hab beide bekommen. So. Einer ist weg. Okay. Der hat das geschafft, dass ich aus den Schreck weg. Aua. Schäm dich! So, ich höre die ganze Zeit ein Buhu. Sollte reichen, oder? So, haben wir den auch. Ich habe aber die ganze Zeit gerade ein Buhu gehört. Der Oktopus ist böse. Den frage ich nicht. Aber das hier will ich mal drehen. Vor allem, weil dahinter irgendwie so ein Bereich zu sein scheint, aber irgendwie bringt das nichts. Dahinter muss irgendwas sein. Das kann mir kein Mensch erzählen. Ah! What? Wait, what? Ich muss da irgendwas drauflegen, aber was? Vielleicht den Oktopus? Nein. Kann ich den Reifen da nehmen? Das Ding da! Nee. Geht nicht. Okay, dann muss ich irgendwas in den Raum reinholen. Obwohl. Gucken wir mal, was ich da drüben finden kann. Ich muss irgendwas da reinholen. Das ist Fakt. Ich will das auch gerade machen mal, weil ich will es halt tun. Ne? Ich tute das einfach mal. Was kann ich denn da reinpacken? Vor allem, was ich mich gerade frage. Kann ich mit dem Ding da durch? Tatsache. Will ich mal... Wo will ich denn da hin damit? Da oben, ne? Da war ja so ein Juwel. Ein Juwel. Nein, so. Da haben wir ein Buch. Ah, das eine Buch, was noch fehlte. Wie kriege ich das raus? Genau so, ne? Und da? Da ist nix. Ach, jetzt habe ich dieses Ding nicht mehr. Egal, ich bin noch auf die andere Seite. Ich wollte noch gerne auf die andere Seite. Komm, wachs nach. Und mach hier nicht die ganze Zeit Boom. Meine ist ja ganz toll für die Atmosphäre und so, aber hey, ich brauche doch nicht 10.000 Mal ein Boom hören. Buah! So. Ist mir das nur gerade aufgefallen oder... Tatsache. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Guck mal auf Luigis, naja, Dings da, den Schreck weg. Der rotiert. Und zwar leuchtend in Blau. Da kann ich doch reingucken, oder? Nicht. Luigi kann auch nicht springen, ne? Von daher. Och, ich komme gar nicht runter. So da reingucken? Nee, ne? Nee. Geht nicht. Ich glaube, ich brauche aber noch. Hier den, oder? Da ging es doch auch noch irgendwo hoch hier. Genau hier dahinter. Ach, kann ich auch so jetzt dahinter, ne? Aber da oben ist doch auch noch was, oder? Yes, da ist ein Bereich. Hier fehlt wahrscheinlich was. Oder? Nee. Muss doch was sein.
Erzähl mir doch bitte nichts. Haben wir hier Schönes? Was? Luigi ist die Schru... Was? Ich habe einen Countdown? Das ist nicht wahr. Okay. Dann sollte ich mich beeilen. Verdammt. Ich dachte, ich könnte mir hier Zeit lassen, aber nein, geht nicht. Ist nicht. Das kann ich gerade nicht brauchen. Bleib da. wo wollte ich hin? Da, wollte ich da hin? Ich glaube ja, ne? Ich muss auf die andere Seite aber eigentlich. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier wollte ich gar nicht hin. Ich habe noch 2 Minuten. Ahaha. Luigi war's, nicht ich. Och, ich bin perfekt gelandet. So, dann konnten die mich mal gerade nicht treffen. Dann habe ich den ersten. So, der hat jetzt auch wieder so ein Ding drum. Aua. Dann nehme ich den halt. So, komm her. Einen weg. So, den noch. Wirft der mit Schuhen? Will der mit Schuhen werfen? Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Geh weg da. Der spinnt doch auch. Warum geht er die ganze Zeit gegen die Wand? Ey, der ist doch verrückt. Ach, der Countdown ist auch gerade weg. Hä? So, dann habe ich den jetzt auch noch. So, geht doch. Wo war noch ein Bereich? Noch mehr Geister, schau auf die Karte. Ich sehe nix. Da ist nix. Hier. Ah, okay. Das ist schön alles von hier erreichbar, muss ich gerade auch mal eingestehen. Hi, hi. Da oben. Und ich weiß auch genau schon, was für ein Geist es ist. Ich hasse ihn. Mann. Ich sterbe hier gleich, oder? Ich sterbe. Ich sterbe. Ich werde sterben. Mach das so. Und dann lasse ich ihn spucken. Ih. Mach das weg. Ich kann das sogar wegmachen. So. Lass ihn spucken. Und dann mach den Rotz da weg. Ih. Das ist widerlich. Hat man dir keine Tischmanieren beigebracht? Und noch mehr Geister! Kauf sie dir, Luigi! Ja, Luigi kauft sich Geister. Das wollte er schon immer mal machen. No! Ah, hier, perfekt. Kann ich Herzen rauskriegen. Da kriege ich Münzen raus. Die will ich nicht. Ah! Okay. Ich muss aber erstmal wieder meine Herzen sicherstellen. Gerade. Igidigit. Das ist gerade ein bisschen wichtiger. Sonst verrecke ich hier nämlich noch. Das ist nur Dings. Brauche ich nicht. Aber gut, ich habe hier ein Zeitlimit, ne? Ich kann mir auch nicht... Ah, ich muss sowieso in den Raum. Gut, dann wollen wir da rein, ne? Kann ich das gleich mitnehmen? Hei, hei! Der hat ein Schwert! Die haben ein Schwert her, ich korrigiere. Mach den erstmal weg. Nimm das Dings. Wow. Aua. Aua. Bist doch verrückt. Ich hab dir den... Hatte... Willst du mich ver... Ich will nicht verrecken gerade. Ich muss den anderen Schildtypi loswerden. Ausweichen. Ich muss einfach nur noch ausweichen. Ich kann mir gerade nichts mehr leisten. Gib mir das Herz. Wow. So, den auch noch. Das ist der letzte hier. Danke. Ha. Ist ja ein Krampf. Das brauche ich gerade mal. Pack das da mal rein. Yay. Das wollte ich haben. Wowie. Der andere Raum da scheint an explodieren zu sein.
Vorher will ich aber noch die Tür öffnen. Ah, nix drin. Nix für mich. Oha, die anderen Räume da. Die. Da. Derp. Wo kam ich hier hin? In den oberen Bereich. Verdammt, hier wollte ich nicht hin. Ich glaube, ich gehe gerade voll den Umweg. Nein, ich will hier nicht lang. Das ist gerade voll falsch. Aber richtig falsch. Oha, die anderen Räume, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich gehe jetzt hier lang, egal. Renn, Luigi! Renn! Du musst dich beeilen. Die Räume sind, da ist ein Raum quasi auf der Karte schon fast am explodieren. Die Frage ist aber, wo ich Herzen herkriege. Ich brauche Herzen. Herzen! Sorry für den Cut, aber ich musste halt niesen. Ah, ich habe einen Continue-Knochen. Das ist auch schon mal etwas. Der Raum macht mir Angst. Wo kommen die auf einmal her? Die waren hier vorher nicht. Nimm den mit. Der soll hier quasi schon fast kaputt sein, der Raum, oder was auch immer damit gemeint ist. Dann nimm den auch noch mit. Ich glaube aber, das war der letzte von denen, oder? Nein, da ist noch einer. Gut, dann du auch noch. Da ist noch einer. Noch einer. Ich will den aber gerade hier weg haben. Oh, Manu. So, dann du halt. Dann du halt wieder. Du bist sowieso tot. So gut wie. Was heißt tot? Aber du bist weg. Wo ist der? Wo bist du? Man sieht aber schön auf der... Oha, die sammeln sich da. Kann das? So ist das gemeint. Gut, der andere Raum, da ist gerade wichtig. Die werden beide an... Die anderen beiden Räume sind gerade rot gekennzeichnet. Das ist vielleicht nicht die feine Bambusleitungart. Da will ich rein. Was ist hier? Die Viecher. Hört auf mit Sachen zu schmeißen. Das macht man nicht. Vor allem nicht mit Lebensmitteln. Aua. Erst will ich den weghaben. Dann kannst du. Das Herz nehme ich doch gerne. Dann bin ich auch wieder voll heil. Voll heil. Voll heilt. Voll heilt. So, komm her. Einer ist noch hier. Oder zwei. Zwei sind hier. So. Oh, wo ist der andere? Der zeigt sich nicht. Luigi, die Spukwerte sind ja... Wow. Ach, hier ist keiner mehr. Gut, das Geld, da pfeife ich jetzt mal drauf. Ich habe eh genug. Ich muss in die anderen Räume da schnell. Ich laufe dahin. Es geht, glaube ich, schneller. Renn, Luigi! Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist ja ein Trauerspiel hier. Komm ich hier rein? Nee, oder? Da sind auch welche. Gut. Hier ist nichts mehr, ne? Doch, da. So. Der Raum ist auffällig. Gilt für beide Seiten. Das ist super. Da noch rein. Das ist der letzte Raum. Ob die Frage ist, ob es auch der richtig letzte ist. Was sind hier für Geister? Die sind unten. Das sind Mumien! Ah. Mach den erst weg. So, wickel den aus. So, du kommst auch mit. War's das? Nein, einer noch. Schon wieder? Das kann nicht wahr sein. Ich bin gerade hier. Das kann nicht. Wo denn? Du musst zurück zur Terrasse. Ich empfange einen dort, ein Merkwürdig. Hä, der sagt mir gerade. Die Spukwächter sind auf dem Maximum. Ja. Wo? Ich muss zur Terrasse. Der.
Ja, ist doch gut. Weiß Bescheid. Laufe ich halt zur Terrasse. Bin ich hier auch, hab ich die Dings überhaupt hier? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich bin da rübergeportet und die steht auf der genau anderen Seite. Kann ich da runter? Ich glaube schon. Runterfallen, oder? Ich kann fliegen. So, da, dreh mal. Boah, so eine Hetzjagd hier. Ich dachte, ich könnte mich schön entspannen und ein bisschen erkunden in diesem Level. Nein, denkst du dir? Darfst du nicht. Du nicht. Ich auch nicht. Hallo? Was geht so? So, nehme ich mir die hier zur Brust. Könnt mich mal. Aua, 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 ich will das Geld noch haben. Warum auch immer ich das Geld haben will. Ich weiß es nicht. So, warte, 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 warte. Ich krieg das hin. Krieg das hin. Ich schaff das. Ich bin toll. Ich schaff das hier. Mit den Geistern. Nein, das reicht nicht. Das reicht aus. So. Da kommen schon die Nächsten. Das kann nicht wahr sein. Aua. Aua. Könnt ihr mir sowas antun? So, drei Stück auf einmal. Das wäre super. Ah, perfekt. Da kommen Mumien. Nein. So, mache ich den erst weg. Wow, nein, ihr schreckt mich gerade nicht. Nimm den mit, ey. Ha! Mann, oh. Dann nimm halt den mit. Das schreckt wen anders. Aua, aua, aua. Hilfe! Lauft irgendwo gegen. Dann mache ich den erstmal da raus. Hä? Wollte gerade sagen. Aua, dann mach den halt erst wieder. Nein, will nicht. Dann halt nicht. Meine Fresse. Ich will den jetzt weg haben hier. Oh, dann halt den weg da. Meine Güte. So. Aua, das ist gemein. Das macht man doch nicht. Mann! Ja, greift mich von allen Seiten an. Ich hab ja nichts Besseres vor. Nimm den weg. Weg mit denen. Wow, der greift... Derp! Gib mir das Herz. Wow. Ganz wichtig. Lauf irgendwo gegen. Danke. Wow. Ich bin gerade voll angespannt irgendwie. Wow. Mau. So, so. Weg mit dem. Ich habe nur noch 10 HP. Aua. Das ist nicht wahr, ey. Wieso? Zum Glück habe ich diesen verdammten Knochen da. Aber ich habe nur einen davon. Und eigentlich wollte ich da keinen zum Continue nutzen. Ja. Danke. Ich wollte hier nicht verrecken. So, ey, das kann nicht wahr sein. What the f... Reg mich nicht auf, Junge. Ey, das ist... What the... Ihr beiden da. Verdammt nochmal. Ihr regt mich verdammt auf. So, und jetzt du weg da. Meine Fresse. Das kann echt nicht... Das kann's nicht sein, ey. Nein, diese Viecher... Viecher, 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 Viecher. So, aua. Nein. So, weg mit dem. Mehr als ausweichen geht gerade nicht. Nein, da kommt wieder so ein Fettklops. Ey, nee, ich hasse die Viecher.
Und das sind alles diese Extravaganten, die schon noch super stark sind von diesen grünen Viechern. Den will ich weghaben. Willst du mich veräppeln? Wie geht's? Was mache ich hier gerade? Sag mir das mal gerade. So, die beiden noch weg. Boy. Wo ist denn hier noch einer? Das war's, oder? Das ist der einzige. So, jetzt darfst du spucken. Spuck irgendwo anders hin, wo ich nicht bin. Spuck, halt. Den haben wir auch. Boah, das war's. Ey. Sorry für das Continue, aber das war eigentlich nicht geplant. Holla, Luigi, das war ja phänomenal. Nein, es war nicht phänomenal. Du bist gerade ein wahrhafter Geisterdompteur. Und der Schreckwerk 0915 ist dein Feuerreifen in der Gespenstermanege. Entschuldige, ich habe mich hinreisen lassen. Apropos, das gute Stück ist sicher zum Bersten mit Geistern gefüllt. Lass ihn uns schnell lehren, ehe es durch dieses Portal geht. Ja. Boah. Ich war gerade auch vor mein Aufregungslimit hier. 21, ich hab verkackt, deswegen nur... Oh, reicht also noch aus, trotz Continue. Ich kann mich glücklich schätzen, aber ich habe den Buhu nicht gefunden. Erleichterung! Ich hatte mir schon beinahe Sorgen gemacht, mein Bester. Ich habe mir auch gerade Sorgen gemacht. Das war sicher deine schwerste Prüfung bisher. Doch du hast sie mit Bravour gemeistert. Naja, mit Bravour und blauem Auge. A.K.A. Continue. Neues Juwel, neues Geistergewicht. Reichtümer, die ich nicht brauche, aber trotzdem eingesammelt habe. Weil ich's kann. Bam, bam. Badum, badum. König Buu war offensichtlich weniger erfreut über deinen Sieg gegen den Maxi Buu. Aber indem er seine Geisterhorde entließ, hat er gleichzeitig seine Schwachstelle entblößt. Oh ja, mein Lieber, das phänomenale Portal steht nämlich immer noch offen. Aber wer weiß, wie lange noch? Wir müssen uns sputen. König Buhu, hör gut zu. Bald hat dein schurkerisches Treiben ein Ende. Haha! Stimmt doch, Luigi, oder? Ich denke, Luigi wollte sagen, so, weiß nicht, vielleicht. Hab ich gesagt? Egal. Oha. Ist das jetzt wirklich das Ende? Egal, das machen wir dann aber im nächsten Part. Und wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dies ist ein anderes Haut rein. Bis dann und ciao.